man auf der CES nicht nur Autos sieht, sondern auch was ganz anderes. Hinter mir habe ich gerade den Gogoro gefunden. Das ist der Elektroroller, der momentan in Taiwan rumfährt und bald schon nach Amsterdam kommt. Der Gogoro-Roller ist hier, um zu bleiben. In Taipei gestartet, kommt der Elektroroller bald schon nach Europa, genauer ins niederländische Amsterdam. Kurz zu den Daten, das gute Stück fährt 95 km/h, kommt innerorts rund 100 km weit und beschleunigt in nur 4,2 Sekunden von 0 auf 50. Das Besondere an dem Roller, er fährt mit geliehenen Batterien. Das bedeutet so viel wie, man kauft sich zwar den Roller, aber nicht die Akkus. Denn die stehen in der ganzen Stadt, wo Gogoro tätig ist, verteilt und können einfach und binnen weniger Sekunden getauscht werden. Denn im Schrank, wo die Akkus vorhanden sind, sind alle voll. Man tut die alten rein, nimmt neue raus und fährt weiter. Den gesparten Sprit und den gesparten Strom muss man allerdings dafür in eine monatliche Zahlung investieren, da sich Gogoro so finanziert. Ab 10 Euro im Monat bekommt man schon Zugang zu einem neuen Satz Akkus, die Flatrate für unendlich Kilometer gibt es ab rund 40. Wann der Deutschlandstart bevorsteht, das wissen wir noch nicht, aber Amsterdam ist nah genug dran.